Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um drei sehr alte Cold Cases, die aber zusammenhängen. Und zwar sind die Tattage Samstag, der 14. Juni 1969, Samstag, der 9. Mai 1970 und Samstag, der 8. Mai 1971. Was bei diesen Fällen sofort auffällt, dass es sich jeweils um die Monate Mai und Juni handelt und alle drei Taten sich an einem Samstag zugetragen haben. Es ist auch aufgrund anderer Ähnlichkeiten davon auszugehen, dass es sich immer um den gleichen Täter handelte. Insgesamt geht es dabei um drei Überfälle an vier betroffenen jungen Mädchen, wobei zwei entkommen konnten, eins missbraucht wurde und ein Mädchen bis heute verschwunden ist. Verschwunden ist das Mädchen aus dem Überfall Nummer 3, also dem letzten bekannten Überfall. Anscheinend scheint der Täter im Laufe der Zeit in Anführungsstrichen gelernt zu haben. In allen Fällen handelt es sich bei den Kindern um Kinder von Gastarbeitern, was auch mit Sicherheit kein Zufall sein dürfte. Dargestellt wurde der Fall in Aktenzeichen XY vom 29.10.1971. In der Sendung Aktenzeichen XY beginnt die Darstellung mit dem Fall vom 9. Mai 1970. Es handelt sich dabei um den Samstag vor Muttertag. Im Kölner Stadtteil Mülheim geht Melina Ekrem, sie ist 10 Jahre alt und Tochter eines griechischen Gastarbeiters, an diesem Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr zur Schule. Sie holt dabei ihre etwas jüngere Freundin Helena in der Schanzenstraße ab. Auch die Eltern von Helena sind Griechen. Beide Mädchen besuchen eine speziell für Gastarbeiterkinder eingerichtete Schule in der Stadt. Die Schanzenstraße führt durch ein graues Industrieviertel. In den Wohnungen dieser Straße leben vor allen Dingen Arbeiter der benachbarten Großfirmen. Viele von den Anwohnern sind ausländische Mitbürger und auch der Vater von Helena arbeitet in einem der in der Nachbarschaft liegenden Werke. Den Weg, den die beiden Mädchen am Samstag früh gehen müssen, ist an diesem Morgen fast menschenleer. Von der Schanzenstraße führt ihr Schulweg durch einen schmalen Hohlweg zu einer Brücke über die Eisenbahn. Hohe Mauern begrenzen diesen Weg nach beiden Seiten. Das Gelände hinter den Mauern gehört der Deutschen Bundesbahn und den ansässigen Firmen. An normalen Tagen herrscht hier reger Fußverkehr, aber an diesem Samstagmorgen ist auch dieser Weg leer und es sind nur ein paar geparkte Autos zu sehen. Die beiden Mädchen haben alles um sich herum vergessen, denn sie sind gerade in ein Gespräch vertieft bezüglich des am nächsten Tag bevorstehenden Muttertags. Sie sprechen darüber, was sie denn ihren Müttern schenken wollen. Aus diesem Grund achten sie auch nicht auf den Wagen, der in der Ecke des Hohlweges steht. Und an diesem Wagen müssen sie vorbei, um zu der Brücke zu gelangen. Sie wissen auch nicht oder haben es vielleicht mittlerweile schon verdrängt, dass vor einem Jahr vermutlich der gleiche Wagen mit dem gleichen Fahrer an der gleichen Stelle gewartet hat. Am 14. Juni 1969 nämlich, ebenfalls an einem Sonntag, war die damals 10-jährige Alexandra Domasio auf dem gleichen Weg zur Schule. Auch sie ist die Tochter eines griechischen Gastarbeiters und wohnt mit ihren Eltern in der Schanzenstraße. Sie war auch Schülerin der griechischen Volksschule in Köln und musste durch den Hohlweg und über die Brücke gehen, um in ihre Schule zu kommen. Auch Alexandra hatte dem Wagen, der am Ende des Weges wartete, keine Aufmerksamkeit geschenkt. Also am Ende des Weges bzw. in dieser Ecke, wenn das in der filmischen Darstellung so richtig war, stand der Wagen so praktisch links in der Ecke und man musste einmal rechts rum, glaube ich, und da war dann die Brücke, die man dann überqueren musste. Alexandra wurde auf der Treppe zur Brücke von hinten angegriffen und dann
weggezerrt. Der Täter schleppte sie zum Auto. Das Mädchen ist vor Angst wie gelähmt und traut sich auch nicht zu schreien. Er fährt mit ihr davon und hält dann auf einem einsamen Waldweg an. Dort vergeht er sich brutal an ihr. Wo das jetzt in etwa war, wird leider in der Aktenzeichen Y-Sendung nicht gesagt. Muss darauf hinweisen, dass es ansonsten im Internet auch kaum Informationen zu diesem Fall gibt oder zu diesen Fällen gibt. Und 11 Monate später wartet er eben wieder auf seine Opfer. Diesmal sind es eben Melina und Helena, von denen ich gerade schon berichtet habe. Die beiden sind ahnungslos. Sie wissen nicht, was gleich passieren wird. Der Täter versucht dann, beide Kinder zu entführen. Eines der Mädchen, Melina, kann fliehen und wegrennen. Helena wird ins Auto gesetzt, weil sie sich gegen den harten Griff des Täters nicht wehren kann. Als der Täter sich dann auch ins Auto setzt und sich zum Rücksitz wendet, um ein Magenbitterfläschchen zu holen, nutzt Helena die Chance zur Flucht. Sie kann davon rennen und findet einen Passanten, der ihr hilft. Der Täter kann jedoch unerkannt entkommen. Also der Täter scheint dort tatsächlich so kleine Fläschchen Magenbitter auf dem Rücksitz gehabt zu haben. Also so wie das eine Mädchen berichtete, hätte sie dort wohl ungefähr so 10 Fläschchen mit so einem roten Drehknopf oder roten Knopf da gesehen. Das waren dann halt diese kleinen, ja, Magenbitter, hat man dann halt immer gesagt, ja, ich habe zu schwer gegessen, ich trinke da mal einen Magenbitter, wenn man da mal so ein bisschen Alkohol haben wollte. Obwohl, die Dinger sollen auch geholfen haben, weil die wohl doch eine Menge Kräuter drin hatten und halt eine Menge Alkohol und hat dann schon dann und wann bei der Verdauung mal geholfen. In diesen beiden Fällen ist es noch glimpflich abgegangen. Die nächste Tat findet dann am Samstag, dem 8. Mai 1971 statt. Und wieder ist es der Samstag vor Muttertag. Elif Çalıkoğlu wurde 1962 in der Türkei geboren. Die Eltern von Elif sind ebenfalls Gastarbeiter in Deutschland mittlerweile und lebten in Köln-Mülheim. Sie fühlten sich in Deutschland sehr sicher und sehr wohl. Es war wohl das, was sie sich erwartet hatten. Am Morgen des 8. Juni 1971 macht Elif sich für die Schule fertig und kurz danach dann auch auf den Weg zur Schule. Sie wohnte mit ihren Eltern in der Schanzenstraße. Auch ihre Eltern sind Gastarbeiter, aber in diesem Fall sind sie keine Griechen, sondern türkische Gastarbeiter. Kurz vor 8 Uhr, also in Markenzeichen Y wurde es so angezeigt, als wenn es 7.55 Uhr war, verabschiedet sie sich von ihrer Mutter und macht sich dann auf den Weg in die Schule. Die Familie wohnt in Haus Nummer 40 der Schanzenstraße und Elif hat den gleichen Schulweg wie die anderen Mädchen in den Jahren davor. Eine Nachbarin aus der Hausnummer 38 kann später bezeugen, dass Elif um Punkt 8 Uhr an ihrem Fenster auf dem Weg zur Schule vorbeigegangen ist. Es wird in der Sendung jetzt nicht genau gesagt, warum die Zeugin sich daran erinnern kann, dass sie Elif genau um 8 Uhr gesehen hat, aber in der Darstellung des Falls bei Aktenzeichen Y wird dann eine Radiodurchsage gezeigt, wie es früher halt öffentlich war. So, es ist jetzt 8 Uhr oder es ist jetzt 9 Uhr und da wurde gerade gesagt, es ist 8 Uhr. Und dann konnte man Elif gerade ein paar Meter weiter laufen sehen. Also hat sie das, oder konnte sich daran erinnern, anhand der Uhrzeit, die sie im Radio gehört hat. Und in dem Fall macht es auch dann tatsächlich Sinn, dass da stelle ich mal die Zeugenaussage absolut nicht in Abrede. Elif besuchte die 3. Klasse einer Grundschule in Köln-Mülheim. Normalerweise war Elifs Schulweg so im Prinzip der gleiche wie bei den anderen Mädchen. Allerdings, nachdem sie die Brücke dann normalerweise überquert hatte,
traf sie auf der anderen Seite dann eine deutsche Schulkameradin, um den Schulweg dann gemeinsam weiterzugehen. An diesem Tag erschien Elif aber nicht auf der anderen Seite der Brücke. Anscheinend hat das Mädchen, was dort wohl gewartet hat, aber auch nichts gehört. Die Nachbarin aus der Hausnummer 38 hat dann Elif wohl als letzte gesehen. Unmittelbar nach 8 Uhr verliert sie Elif, nachdem sie in eine Biegung in der Schanzenstraße gegangen ist, aus den Augen. Sie dürfte dann auch den Hohlweg mit Richtung zur Brücke gegangen sein, wie in den Jahren zuvor die anderen Mädchen auch. Nachdem sie in diese Biegung gegangen ist, in der Schanzenstraße, wurde Elif nie wieder gesehen. Und auch an diesem Tag war es wohl in diesem Hohlweg sehr einsam. Es hat dort wohl auch wieder keine Leute gegeben, die unterwegs waren. Wahrscheinlich wieder nur ein paar parkende Autos und wahrscheinlich das Auto des Täters. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ging die Polizei auch schon damals davon aus, dass der Täter gelernt hat und dass Elif auch nicht mehr am Leben sei. Die Mädchen aus den vorigen Taten haben den Täter wie folgt beschrieben. 30 bis 40 Jahre alt, mit kurzem, links gescheiteltem, dunkelblondem Haar. Weiterhin konnten die Mädchen sagen, dass es sich bei dem Tatfahrzeug, welches dort gewartet hat, um einen hellen VW Käfer handelte. Natürlich kann in dem letzten Fall von Elif nicht gesagt werden, welches Fahrzeug dort gewartet hat oder ob dort überhaupt ein Fahrzeug gewartet hat. Aber man kann ausgehen, dass es der gleiche Täter wieder im Auto mit dem Auto war. Vielleicht hat er mittlerweile aber auch ein anderes. Leider wurde in der Sendung nicht mitgeteilt, ob der Tatverdächtige bzw. Täter vielleicht Grieche, Türke oder Deutscher war. Die Beschreibung dunkelblondes Haar lässt aber nicht unbedingt auf einen griechischen oder türkischen Täter schließen. Allerdings wurde in den nachgestellten Szenen bei Aktenzeichen Y der Täter eindeutig anhand seiner Hautfarbe als südländischer Typ dargestellt. Also, wie schon gesagt, auch zu dem Fall gibt es sehr, sehr wenige Informationen. In dem Fall, an der Darstellung von Aktenzeichen Y, gab es wenig Informationen. Und jetzt im Internet findet man eigentlich dazu gar nichts mehr dazu. Fast gar nichts. Einer der Mädchen, die davongekommen sind, konnte noch sagen, dass der Täter sehr schmutzige Fingernägel hatte. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass es sich bei den letzten zwei Tattagen jeweils um den Samstag vom Muttertag und im ersten Fall, sofern es nicht noch weitere unbekannte Fälle gibt, war der Tattag der 14. Juni und der Muttertag am 11. Mai 1969. Allerdings war am Dienstag, den 17. Juni 1969, der Tag der Deutschen Einheit, also wieder ein paar Tage vor einem besonderen Tag. Das ist nicht ein Zufall, würde ich mal sagen. Und ich vermute mal ganz stark, dass der Täter nicht aus der direkten Nähe des Tatorts kommt. Er könnte aber familiären Bezug zu der Gegend haben, da die Taten immer vor einem besonderen Feiertag stattfinden und er sich eventuell zu diesem gerade in dieser Gegend befand, um seine Familie zu besuchen. Eventuell hat er sogar Familie in der Schanzenstraße. Dies würde erklären, warum er immer zielgerichtet mit seinem Wagen im Hohlweg warten konnte und immer auf das gleiche Altersmuster seiner Opfer, nämlich 9 bis 10 Jahre, traf. Weiterhin wäre es gut möglich, dass er irgendwo Nachtschicht hatte. Diese dann bis 6 Uhr ging, er sich wusch und duschte und sich dann auf den Weg zum Hohlweg machte. Dies sind zwei Dinge, die mir irgendwie auffielen. Ich hoffe, die Polizei hat damals auch diese Ansatzpunkte verfolgt. Leider ist, wie schon gesagt, in den Medien nahezu nichts mehr zu diesen Fällen zu finden. Auch wenn ich den Fall, oder besser gesagt die Fälle hier noch einmal präsentiere, die Chance, dass der Täter schon lange nicht mehr lebt, ist sehr groß. Wenn man 1969 davon ausgeht, dass der Täter mindestens 30 Jahre alt war, dürfte er 1939 geboren sein und damit heute mindestens 83 Jahre alt. Klar, er könnte noch leben, aber die Chance ist schon etwas geringer
Also ich gehe mal nicht davon aus. Aber egal, in Anführungsstrichen, ob der Fall noch gelöst werden kann oder nicht. Ich wollte einfach nochmal an diesen Fall erinnern. Besonders an den Fall Elif. Denn sie hat diesen Überfall oder diese Geschichte wahrscheinlich nicht überlebt. Und ich konnte mich tatsächlich noch sehr, sehr gut an diesen Filmfall erinnern. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn im Jahr 1971 schon gesehen habe. Ich glaube, das war etwas später. Denn ich glaube, damals war ich noch nicht so aufnahmefähig, dass ich mir eine komplette Aktenzeichen-Y-Sendung anschauen konnte und mir diese dann auch noch merken konnte. Auch hier wieder mal besten Dank an unseren Moderator Stefan Allgäuer und Co-Scripter für diesen Fall, den er mir schon mal teilgescriptet drüber geschickt hat. Ich habe es dann nochmal ergänzt um die anderen beiden Fälle. Okay, ein bisschen spekuliert habe ich ja in diesem Fall, aber ich konnte dort auch wieder nicht so viel herauslesen. Aber wie schon gesagt, es dürfte ein ganz klar der gleiche Täter gewesen sein. Und er hat einen ganz klaren Bezug zu der Schanzenstraße gehabt. Das ist schon mal sonnenklar. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, dann erstmal danke fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und dann erst einmal tschüss.